Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Bundesregierung! Die willfährige Haltung der deutschen Bundeskanzlerin, die heute schon wieder nicht bei dieser wichtigen Debatte anwesend ist, wahrscheinlich eröffnet sie gleich ein neues EU-Beitrittskapitel für die Türkei, gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan, ihre willfährige Haltung hat verheerende Konsequenzen. Erdogan und das AKP-Regime fühlen sich nämlich durch diesen schmutzigen EU-Türkei-Flüchtlingsdeal regelrecht ermutigt, immer härter gegen Kritiker im Inland, aber zunehmend auch im Ausland vorzugehen. Für all das, was wir jetzt erleben, von den Forderungen des türkischen Parlamentspräsidenten nach einem Gottesstaat in der Türkei bis hin zu den Einreiseverboten für ausländische Journalisten, trägt diese Bundesregierung eine Mitverantwortung. Merkel, Kanzlerin Merkel und ihr Vize Gabriel machen Erdogan nämlich durch ihre beständige Zusammenarbeit machen sie ihn stark. Während in Ankara eine Mörderbande regiert, die Journalisten wie Can Dündar verfolgen lässt, weil sie Waffenlieferungen an islamistische Gotteskrieger in Syrien durch den türkischen Geheimdienst liefert und diese aufgedeckt haben, hält es die Bundeskanzlerin nicht einmal für nötig, auch nur zu erwägen, sich mit verfolgten Journalisten in der Türkei zu treffen. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für eine Bundesregierung, eine Bundeskanzlerin, die sich als die Kanzlerin der freien Welt hat feiern lassen. Ich frage mich schon, gehört es eigentlich zum guten Ton, wenn ein NATO-Land oder auch ein EU-Beitrittskandidat wie die Türkei Waffen an islamistische Mörderbanden in Syrien liefert, mit diesen dann schlimmste Kriegsverbrechen begangen werden? Was diese Bundesregierung in puncto Türkei hier abliefert, ist wirklich zum Fremdschämen, meine Damen und Herren. Sie machen sich an den Verbrechen Erdogans mitschuldig, und Sie ermutigen ihn auch tagtäglich, noch dreister vorzugehen. Wenn Sie noch einen Funken Anstand hätten, dann würden Sie dieses unwürdige Schauspiel beenden. Und ich meine tatsächlich beenden. Es geht hier nicht nur darum, öffentlich Haltung zu zeigen, was die Bundesregierung noch nicht einmal imstande ist zu tun, öffentlich Position zu beziehen, sondern es geht auch darum, meine Damen und Herren, Konsequenzen zu ziehen. Wo sind denn die Konsequenzen gegenüber den Verbrechen gegen die Zivilgesellschaft in der Türkei durch dieses AKP-Regime? Die polizeiliche, militärische und geheimdienstliche Kooperation wird überhaupt nicht angetastet. Sogar vor dem Hintergrund, was ich gerade erwähnt habe, dass islamistische Mörderbanden weiter bewaffnet werden von der türkischen Regierung. Sie ziehen es noch nicht einmal in Erwägung, einen Waffenexportstopp hier zu beschließen oder anzuordnen als Bundesregierung, was 1992 unter Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher möglich war, angesichts eines Massakers in Cizre durch die türkische Regierung und das Militär an den Kurden. Noch nicht einmal dazu sind Sie fähig, meine Damen und Herren. Und warum? Weil offensichtlich die SPD sehr enge Verbindungen zu der Rüstungsindustrie hat, darf es keinen Waffenexportstopp geben. Ich finde, das ist eine moralische Bankrotterklärung in der Außenpolitik dieser Bundesregierung. Und man sieht es auch im Vergleich mit anderen Staaten. Während die Stadt Genf sich dem widerlichen Ansinnen des Despoten Erdogan verweigert, die Meinungsfreiheit zu schleifen, kriegt die Bundesregierung zu Kreuze. Während die Genfer mit Löwenherz verteidigen, gibt es bei der Bundesregierung nur ein Duckmäusertum und eine Vorverurteilung eines Satirikers durch die Bundeskanzlerin höchstpersönlich. Ich wünschte mir mehr Genfer in Berlin als die Bundeskanzlerin und das Außenministerium, meine Damen und Herren. Wir müssen hier auch Position beziehen und auch eine klare Haltung, nicht nur gegenüber der Zivilgesellschaft, den verfolgten Kurden, den verfolgten Aleviten, den verfolgten Armeniern oder eben auch Journalisten und Gewerkschaftern in der Türkei Position beziehen. Wir müssen uns, und dazu hat diese Bundesregierung uns gebracht, wir müssen sogar unsere Grundwerte und unsere Grundrechte nach unserer Verfassung hier verteidigen, meine Damen und Herren, weil Sie Dialog mit Unterwerfung verwechselt haben in den letzten Jahren. Wir brauchen einen Dialog mit der Türkei.
Türkei, aber wir brauchen keine Unterwürfigkeit, kein Duckmäusertum, keine ständigen Bücklinge in Ankara, die dieser Zivilgesellschaft in der Türkei mehr Schaden anrichtet, meine Damen und Herren, als ihnen ansatzweise hilft. Vielen Dank. Der Kollege Martin Dörrmann hat für die SPD-Fraktion